Christian Haider und in diesem Kurzvideo würde ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie eine Position aus dem Portfoliofenster heraus schließen können. Und zwar haben wir hier noch die 50 Adidas-Aktien, die im ersten Video ja gekauft wurden. Und wenn wir hier einen Rechtsklick machen, dann könnten wir in diesem Fall hier verkaufen oder was immer richtig ist zum Schließen der Position, einfach auf Schließen gehen. In diesem Fall würde sich wieder das Order-Ticket öffnen. Hier ist dann die korrekte Menge voreingestellt. Der Order-Typ könnte jetzt hier umgestellt werden. In meinem Fall würde ich hier Market nehmen. Die Aktion ist ein Verkauf. Das Routing-Ziel ist Smart. Auf dieses Routing-Ziel Smart werden wir im Übrigen im nächsten Video noch zu sprechen kommen. Und die Gültigkeitsdauer ist Day. Das Ganze gibt es auch hier wieder in der Vorschau mit dem Gesamtbetrag, mit der Margin-Entlastung und natürlich kann man sich das auch mit annehmen, wieder in eine eigene Zeile laden, wo man dann sehen kann, wir wollen verkaufen 50 Stück per Day mit dem Ordertyp Market. Über das Routing-Ziel Smart, gehen hier auf Übermitteln, bestätigen das Ganze und wir können hier sehen, dass die Positionsgröße jetzt auf 0 gesunken ist. Vielen lieben Dank.